Ja, hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs und all jene, welches noch werden wollen. Vielleicht durch Zufall Leute, die das zum ersten Mal gucken, das Video. Dieser Kanal lebt von seinen Kanalunterstützern. Ja, vielleicht hat ja einer einen Pentium 233 Laptop oder sowas. Oder einen 486er Laptop. Mit Schachprogramm oder was weiß ich hier. Oder einen Renaissance, Leonardo, Galileo. Alle Unterstützungen sind gerne willkommen. Aber los geht's mit dem Video. Partie Nummer 2, 15 Minuten für die ganze Partie. Diesmal selektiv 3 Standardeinstellungen gelassen. Gegen 10 MHz Analyst D++ mit den Endgame-Rooms. Also wenn das jetzt mal theoretisch das Endspiel gibt. König, Bauer, aber bei blockierten Bauern. Also meinetwegen einer auf E4, einer auf E5, das ist blockiert. Dann hat er es im Endspiel, in der Endspieldatenbank drin. Ich weiß gar nicht, was sie dazu bewegt hat, das zu machen. Wollten wir die Ersten sein, die eine Endspieldatenbank für einen Schachcomputer machen? Oder haben die festgestellt, dass er eklatante Schwächen in diesem Endspiel hat? Vielleicht im Endspiel Bauer König gegen König zum Beispiel. Dass er das nicht gewonnen hat und deswegen die Endspieldatenbank. Das heißt natürlich nicht, dass dann das Endspiel König Dame, König Turm vorhanden ist, weil theoretisch können sie einen anderen Turm und dann eine Dame. Also das ist dann nicht da drin. Oder anderen Springer gegen den Turm dann aus der Endspieldatenbank durch fantastische Züge gewonnen, während der Gegner nur Krückenzüge gemacht hat. Aber los geht's. Diesmal bekommt der Analyst weiß. Mal gucken, was das gibt. Play. Ich spiele von oben nach unten. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie man das anders macht. Ich mache mal E4 und guck mal, was er zieht als Gegenzug. Er zieht C5. Was macht er denn als Gegenzug? C6. Ich kann das ja machen, dass er auch Sizilianisch zieht, um dann quasi einfach den Renaissance nochmal ziehen zu lassen. So, play again. Springer F3. D6. Ich würde ja gerne den Drachen forcieren. Springer F6. Springer C3. A6. Ach, das muss doch nicht sein. Neidorf will ihn nicht sehen, wie Drache. Er sieht nur Seidorf. Wahrscheinlich haben die gesehen, dass er den Drache zu scheiße spielt. Deswegen haben die den Drachen rausgenommen. Der MM4 zum Beispiel, der hat noch Drachenvariante gespielt. G6. Aber das ist einfach zu kompliziert, würde ich mal sagen. Deswegen machen die das einfach nicht mehr. Das verändert übrigens gerade in der Partie einmal gehabt hier mit D6. Auf D7 noch mit E6 sofort. Springer B5 und das verändert dieses Springer B5-Manöver. Also nach A6 ist generell Springer B5 nicht möglich. Ich tippe mal, wenn ich ihn hier gucke, was er schreibt. Er schreibt eh nur Sizilianisch. Gar nichts mehr. Okay. F2, F4. Letztens habe ich mal gespielt in einem Schnellturnier bei uns eine Partie. Das war ein Schnellturnier oder ein Blitzturnier? Ich meine, das war sogar, das hatten wir mal freitags, da hatte ich freitags mal ausnahmsweise Zeit. Da haben wir das dann gemacht. Ob da war ein Feiertag oder was da war. Auf jeden Fall habe ich da E4, C5, dann F2, F4. Da habe ich eigentlich gar nicht so schlecht gestanden mit, ich glaube, Löwenfisch oder was das heißt. Ich weiß das jetzt gar nicht. Damit C7. König H1. Nimmt schon mal die Schachgebote aus dem Spiel. Oder will vielleicht sogar Turm, weiß nicht, ob man G4 ziehen will und dann Turm G1. Hat er gezogen? F8, E8. Ja, vielleicht wird Läufer F8. Läufer F3. Turm B8 sieht aus der Diagonale raus. Na gut, wenn er B5 ziehen will, dann muss er eh aus der Diagonale. Ja, geht ja. Ja, theoretisch geht es ja noch. Vielleicht wäre er dann E5 gekommen.
Jetzt auf B5. Ja, Bauer E5, Springer D4, Bauer F6, Springer F3, Bauer E7, Springer E1 und der Bauer auf E7 ist eh weg. Wäre der Turm auf F8 gestanden, dann könnte man weiter auf F8 fressen können. War kein schlechtes Teil, war so. Ich glaube, gefühlt. Ich weiß ja wirklich. Weil ich hatte damals in München nicht, deswegen habe ich keinen Vergleich so vom geistigen Auge. Also gefühlt. Durch diesen riesen fetten Rand. Bei der Renaissance sogar größer als in München. Ich weiß es aber nicht genau. Weil ich weiß es nicht. Ob die Felder, wie die Feldergröße war. Ich könnte ja googeln, aber mein Telefon liegt in Gadget-Reichweite, also in der Küche und nicht hier. Natürlich nachgucken, was das für eine Felderbreite war. Hat der Renaissance, der hatte doch von den Schachfeldern eine größere Breite als der Exklusiv. Der hatte noch so einen riesigen breiten Rand außenrum. Also wenn ich mir das so ansehe, das scheint ja wohl schon den Proportionen zu entsprechen von den Feldergrößen. Also der Rand ist gefühlt so, ja, so ungefähr zwei Felder breit. Springer D4 schlägt. Es war nicht prinzipiell schlecht, das Teil. Aber man hat halt auf bessere Module gewartet. Die kamen dann zu spät. Da hatte ich die nicht mehr. Also ich hatte den noch, aber irgendwann. Der ist ja von einer Ecke in die andere geflogen bei mir. Ein Wunder, dass nur B7 defekt war, das Redkontakt. Dass nicht noch mehr kaputt war. E5. Also wenn ihr euer Wunschgerät in dem Video sehen wollt, dann ist es wohl besser mit Kanalunterstützung, weil ist schlecht kaufenmäßig, sagen wir es mal so. Da stehen da noch andere Dinge an, die man gerne hätte. Ich überlege die ganze Zeit dadurch mal den Kühlschrank austausch. Den besseren Kühlschrank hol. E5, F4. Ja, der wird wohl nur Läufer F4 schlägt gehen. Springer D5, dann nimmst du einfach weg auf D5 und dann. Wenn der Springer nicht stehen, dann wird der Springer D5 ja die Dame angreifen, dann wird er einfach weggetauscht. Deswegen geht ja nur Läufer F4 schlägt. So, jetzt hätte man den Isolar nehmen. Hat ja auch nicht. Ja, man müsste ja wieder zum F1 ziehen für die offene F-Linie. Dame B6. Ja genau, das war gerade deswegen gerade dieser Königszug. So prophylaktisch, weil ansonsten wäre es jetzt ein Schachgebot. Aber ob dann Dame B2 überhaupt gegangen wäre? Meinetwegen, es wäre Schach gewesen, König A1, Dame B2 steht. Da kommt einfach Turm EB1 und dann ist die Dame einfach weg. Also da wäre, hätte sowieso nicht gegangen. E4, E5. Ich habe damals mal, da war ich in der Schule, war ich dann noch. Da hatten wir so eine Klassenfahrt nach Spanien. War es die Klassenfahrt? Ich weiß das gar nicht mehr. Ist schon zu lange her. Auf jeden Fall war ich dann in Spanien. Da bin ich ab und zu mal zu so einem. Da war wie so eine Art Café, war das. Und da haben die auf jeden Fall auch Schach gespielt. Und die haben nämlich immer dieses vergiftete Bauersache-Klamotten gespielt. Mit Dame B6 und Dame B2 schlägt. Da habe ich damals kein Mittel gegen gefunden. Weiß gar nicht, ob ich da überhaupt schon im Schachverein gewesen bin. Wann das war. Man weiß es alles nicht. Das muss Anfang der 80er Jahre gewesen sein. Kann sein, dass ich da noch nicht mal einen Schachcomputer hatte. Also Prä-Schachcomputerzeit, D6, E5, Tacos. Tacos, Nachos, alles da. Ja, sie sagt, ja, muss er Turm D8 ziehen. Anderes geht ja gar nicht. Meinetwegen Turm C8, Läufer F6, Läufer F6 und dann nimmt ja der Läufer einfach. Also die 10 Megahertz, die scheinen sich wirklich auszuwirken. Gut, der hat ja nur 5-4. Ich weiß gar nicht, ob das gehen würde, wenn mir einer meinetwegen den Polgar 10 Megahertz schicken würde. Da würde ich ihn reinschieben, gucken, ob der funktioniert. Ob der mit den Sachen, ich glaube nicht, dass man für den Polgar 10 Megahertz ein spezielles Display-Modul gemacht hat. Quasi ein Polgar 10 Megahertz Display-Modul. Den müsste ich doch eigentlich auch normal in den München reinschieben können, mit einem normalen Netzteil betreiben.
Und damit ich das Modul will ich dann zurückschicken. Das Polgar-Modul. So nach dem Motto. E5F6. Ja, das Problem ist jetzt, wenn jetzt der Läufer schlägt, da kommt Turm E8, da muss schon der Läufer nehmen, aber das geht ja noch. Hat er irgendwas gewonnen hier? Nee. Hätte ich eigentlich erwähnt, dass das eine 15-Minuten-Partie ist? Dann tue ich es hier mit 15 Minuten für die ganze Partie. Um mal etwas kürzere Videos zu machen. Dank Lippos zeitlupenartiger Bedienung hat er trotzdem nur noch 1,48 auf dem Renaissance. Weiß ist am dran. Na, schon was gemacht hier irgendwie? Ach, weil er hat ja weiße Renaissance. Vielleicht, wenn von euch einer Shredder 532 hat, zum Beispiel. Oder nimmt so. Die müssen aber auf. Ich meine, Shredder 532 müsste auch auf dem XP-Rechner laufen. Ach, kann er das einfach so machen? Ach, scheiße. Grundreihe, Grundreihe, Grundreihe. Turm schlägt, Turm E8 schlägt. Matt. Turm E1, Turm E1. Turm schlägt, Turm E8. Matt. What the heck? Gibt's da nicht irgendwie. Oh, das ist doch nicht normal. Wieso hat er das denn nicht gesehen? Ja, gut, man muss natürlich zugeben, gut gespielt vom Renaissance. Und wieder pleite. Da kann ich wieder nehmen, wegen Grundreihe. Und das ist der Grund, weshalb ich immer sage, macht was für eure Grundreihe. H6 zum Beispiel. Und dann drohen solche Geschichten nicht mehr. Das geht ja nur wegen der Grundreihe. Wenn aber auf H6 stände, wäre es einfach nur ein Dameinsteller. Mann. Damenfelder. G4, H3, F5. Ach Mann. Da weint der Lippo. Design. Ich habe den Polgar noch spielen lassen und der glorreich gewinnt hier. Nicht hier ablust. Oder Schachmerchandise, das würde mir auch gefallen. Oder Dinge, wie will ich die hinstellen? Ich kann das ja nicht so hinstellen hier, dass ich quasi ein Regal im Hintergrund habe. Wie Clear H6. B6. Ach, Dame B7. Was ist denn los hier? Irgendwas läuft hier total verkehrt. Dame B7 schlägt. Und er zieht doch Dame H6. Und deswegen war Clear H6. Jesus. Mann, Mann, Mann. Das kann doch wohl nicht sein. Jodeli-dodeldei. Mann, ich will glorreiche Kombinationen sehen. Also es geht ja, ja, Bauer G3, Läufer, Bauer, ach, der kann ich wieder nehmen. Also hier Turm E2, Turm schlägt. Sehen wir noch die Renaissance des Polgar, der eine fantastische Kombination bringt, die der Renaissance nicht gesehen hat. Man muss jetzt erstmal was gegen das Matten machen. Ich könnte mir vorstellen, auf König G1, aber Läuferschach, König F1, nee. Vielleicht Dame H2 schlägt Schach, König F1 und dann König F1, Dame Schach, König E2, Läufer C3 schlägt Abzugsschach. Ach Mann. Ich will auch glorreiche Partien sehen. Alipo weint ihr gleich. Was ist los? Sacko, ich will den Michael Teil in Action sehen. Los, gib die Qualle. Muss ja auch schon machen, die Qualitätsrückgabe. Das geht ja auch noch. Ach Mann. Vital zu seinen besten Zeiten. Minus 3,11. Nichts Vital zu seinen besten Zeiten. Mann. Ach, Turm E5. So billig ist das. Ach, scheiße. Gut, sie hat da zumindest hier Turm für zwei Figuren. Ja, durch den Läufer F3 droht aber jetzt mal gegen den König. Zumindest sieht es wieder anders aus. Er hat nicht die ganze Figur weniger. Minus 3,02, das ignorieren wir mal. F3, C6. Der Turm D2. Ach, Lippo, dein Gehirn. Meine Güte.
Turm B8 attacking the Queen. He must going by side. Das war Englisch. Cuando a come aquí. Das kennen wir auch Spanisch. Das war Spanisch. Dame A6 schlägt. Es kostet immer mehr. Dame A7. Meine Fresse. Dame E1 schafft. Da hat er einen Grund, um aufzugeben. Der Turm kann nicht weg von der Grund 3. Turm D8 ist also schon möglicherweise. Turm C8 geht auch noch. Turm F8 geht auch noch. Da will er lieber aber nicht sehen. Will glorreiche Turmverdopplungen mit irgendwelchen Grundreihen Schachs und zack, überraschend matt. Gut, da kann ich ja. Da ist er gedeckt. Durch die Dame auf B8er Turm. Ich bin so angstfrei. Ich würde jetzt irgendwann mal zusehen, dass ich zu H6 käme. Weil H6er kannst du ja bitte auf B2 den Bauern wegnehmen. Ja, wenn er jetzt Läufer F3 macht, geht das auch. AF1. Wohin? Turm F8. Ach, das ist doch scheiße. Er will doch lieber doch nicht sehen hier Verteidigungsarbeiten von Schwarz. Was ist los hier? Mann. Ja gut, jetzt droht der Läufer D5. Eine fantastische Kombination sehen. Ich will nur einen Winner sehen. Und das ist der Bolger. Das kann nicht sein hier. C6, D5. Ja, ich jetzt von hier aus die Uhr sehen würde. Ich hoffe mal, dass so ungefähr 14:07 ist auf dem Laptop hier drauf. Was ist die reale Zeit? Ah, 14:08. Stimmt sogar. Ich habe mich da mal vertan, da hatte ich die neue Uhrzeit noch nicht eingestellt. 11:07. Ah, ich wollte jetzt eigentlich nachgucken in der Küche auf die Uhr, ob da was passiert ist. Ob das vielleicht doch nicht die reale Zeit ist. Ich meine, ich habe das mal umgestellt, aber ich dorme nicht weg. Du kommst hier nicht weg. So, schnell mal gucken. Hallo. D5, F3. Geh mal weg hier. So, stimmt aber 14:10 Uhr. Wäre nur ein bisschen peinlich, wenn du gleich zur Arbeit fährst und dann merkst du, oh, wo ist denn doch nicht die Uhr? Wir haben schon 15:10 Uhr. Der Lipo bringt das schwer in dramatische Sachen hier. Er droht Turmschach und Dameschach. Was soll man mit übersehen? Bauer A5. Turm E1 Schach. König H2. Dame F4 Schach. Bauer G3. Dann geht's los hier. Vielleicht nicht so richtig, aber egal. F3, E4. Aber wieso macht er nicht mal meinetwegen Bauer G6 zum Beispiel? Die spielen mir ein bisschen zu angstfrei. Das ist das Problem. Statt er irgendwie mal überlegt, dass er ja keine richtigen Sachen machen kann, hier so grundrein technisch. So Dame F1 Schach. Was ist das für eine Variante hier? Das ist alles hier Dame H4. Okay. Gut, rot Dame E1 Schach. Was hat er da? Zusammenfassung von Windows Defender. Windows Defender Antivirus hat, das konnte ich nicht mal lesen, nichts gefunden. Warum ist das so schnell wieder weg hier? Was stand da? Ja, Boss, auf. Windows Defender Antivirus hat da in der letzten Zusammenfassung keine Bedrohung gefunden. Ist ja auch klar, ist ja ein Offline-Rechner. Ich habe WLAN schon ganz deaktiviert. Also nicht nur kein, man hat ja diese WLAN-Liste, was da alles erkannt wird. Nicht nur das rausgenommen, mein WLAN hier, sondern komplett. Hat letztens ein Video gesehen, da hat sich einer, nennen wir ihn Windows-Key besorgt, von eBay, glaube ich. Ich glaube, man braucht ja Windows 10 sowieso. Und dann, wenn man es auf einem anderen Rechner installieren will, das Windows 10, da braucht man diesen Key für. Den hatte er sich auch für was weiß ich, 3,50 Euro oder was, von eBay bestellt. Dann hat er plötzlich eine Anzeige bekommen, wegen Geldwäsche und was weiß ich nicht alles. Ganz komisch.
Das musst du dann aber nicht zahlen. Dame E1 Schach. Okay. König H2 und wieder. Was erzähle ich immer? Schwache Grundreihe. Es geht kein Turm E4, Springer E4, Dame E4 wegen Dame C8 Schach und Ende. Wieso machen die nicht mal die Grundreihe? H6 oder sowas? Stattdessen hier macht ihr das erste Mal, dass man sowas in der Art auftaucht mit G6. Was ist denn los hier? Hey, wie so ein Fußballkommentator, der mit angucken muss, wie Schalke nur 0:0 zurückliegt. Mann. Und wieder eine schwache Abwehr bei Schalke. Da kommt Gedönskirchen Egon und schießt auf Gedöns Kaspar Erwin. Ich kenne die Namen alle nicht. Zack, wieder ein Tor rein. A6, C6. Lippo kennt nur Fußballer, die Rudi Völler heißen und Lothar Matthäus und Klinsmann und so. Die schon auch schon alle im Seniorenalter sind. Ich glaube, das ist ja dieses Jahr die EM in Deutschland. Also quasi das, wenn man ganz böse ist, das uninteressante Großereignis. Also für mich ist es, wenn dann eher die WM interessant. Ich glaube, die sind noch nicht mal mehr Favorit, könnte ich mir vorstellen. Das Favoriten, die sind da dann gesetzt. Das heißt, da machen die das so, dass nicht nur, manchmal rein theoretisch, wenn man jetzt das auslost, ist ja theoretisch möglich, wenn die jetzt keine Gesetzten wären, dass ja quasi nur die Top-Favoriten in einer Gruppe sind. Um das zu vermeiden, und das ist Deutschland wohl nicht drin. C3, B5. Ich meine, so richtig geilen Fußball haben die doch noch nie gespielt. Das war doch immer so ein Kampffußball. So eher zweckmäßig. Vielleicht überraschen sie mich ja, man weiß es nicht. Da hat mich Schach das Kandidatenturnier schon mehr interessiert. Wo dann der Pomniacci, der hätte sogar gegen Caruana noch verlieren können in der letzten Runde. Da, ich glaube, so eine Engine hat schon matt den 26 angesagt, so pleite stand das. Das hat er dann Remis gekriegt. Und dadurch, dass allerdings, dann hätte noch Nakamura gegen Gukesh gewinnen müssen. Dann wäre ein Stechen gekommen, dann die Pomniacci gegen Gukesh. Dadurch, dass Gukesh aber Remis gespielt hat gegen Caruana, hatte der dann 9 Punkte. Und hier Caruana und Nepomniachtchi Hikaru, Nakamura, die waren mit 8,5 Punkten dahinter. Hätten mal sehen müssen, die Siegerehrung. Der Caruana, der hat dem Gukesh gratuliert. Nepomniachtchi hat nur weggeguckt. Hat ihm nicht gratuliert. C6D5. Aber man muss auch ehrlich sagen, das ist. Jetzt sagen sie, er kann der jüngste Weltmeister werden und pipapo. Aber sagen wir mal so, der Weg zur WM ist doch bedeutend schneller als damals. Damals, also zur Zeit von Spassky und Fischer und Karpov und Kasparov. Die mussten sich da erstmal qualifizieren. Die mussten erstmal ein Zonenturnier einen vorderen Platz machen. Da mussten im Interzonenturnier einen vorderen Platz machen. Weiß nicht, ob Gewinn oder Zweite, ob Zweite schon gereicht hat. Und dann waren erstmal die Kandidatenturniere im K.O.-System. Da mussten die bis zum Kandidatenfinale und dann waren die erstmal bei der Weltmeisterschaft dabei. Und dann ist natürlich klar, dass das die Wahrscheinlichkeit damals, dass man da der jüngste Weltmeister ist, natürlich nicht so groß war. Das dauerte ja schon so Pi mal Daumen 3 Jahre. Ich meine, da wäre dann Nepomniachtchi, dadurch, dass er ja schon im WM-Finale gestanden hat, wäre er quasi schon fürs Kandidatenfinale gesetzt gewesen. Irgendwie, oder fürs Kandidatenturnier gesetzt. Schreibt es in die Kommentare. Ich habe doch ein Buch liegen. Lepo, lesen, bildet, nimm dein Buch hier. Zack, zack, Alter. Schachweltmeisterschaft 78. Das ist erstmal, ja, die Weltmeister interessieren nicht. Der erste hat schon Weltmeister aufgezählt. Gummerlip, alles war ein Weltmeister. Ist da nicht geil? Fantastico. Und dann ist hier, fängt sie an mit dem Interzonenturnier. Meck gegen Hort, Pologajewski. Seschkowski kenne ich nicht. Ribli. Spassky, Uhlmann. Da ist Spassky noch am 12. Meck gegen Hort. Auch dann hier die Kandidatenturniere. Wettkämpfe erste Runde. Kortschnur Petrosian, Portisch Larsen, Spassky Hort, Pologajewski, Mekking.
Also ich habe auch schon hier die Ergebnisse. Pologajewski, Mechkin. Alles Remis, nur einer hat der Pologajewski gewonnen. Das hat dann gereicht. Und so weiter. Deswegen ging das nicht so schnell wie heutzutage bei den WMs. Smartphone da weg, da kann ich da drauflegen, Mann. Fantastisches Windows Phone. Durch hinlegen am einen Tag der Akku leer. Was passiert denn? Ich habe eine Todzone nie ausgeführt. Ich rede viel und denke wenig. Zack. Ja, eine theoretische Chance wäre jetzt meinetwegen Dame D8 Schach, König G7 und was weiß ich, Springer C7. Dann Dame E5 Schach. Und da müsste er doch seine Remis haben hier. Ist natürlich sehr hier, sagen wir mal so. Sehr unwahrscheinlich. Ha. Also die Dauerschachtendenz ist nicht sehr hoch. Also zumindest im 15-Minuten-Schach hat sich der Analyst in diesen beiden Partien als besser erwiesen. Ich glaube, der Polgar spielt auch sehr hochpositionell, sagen wir es mal so. Ich würde schon sagen, irgendwas wir friedfertig finden. Oder harmlos. Das merkt man auch in den Blitzpartien. In den Blitzpartien finde ich, ist es schwerer gegen M5 zu spielen als gegen Polgar. G2, G3. Schon was ganz anderes mit der Maus, ist ja viel leiser. Ist natürlich keine Gaming-Maus, ich spiele ja keine Spiele am PC. Da wird mich auch zu sehr stören, dass man die ganzen Einstellungen vornehmen kann oder muss oder wie auch immer. Gut, bei der PlayStation gibt es auch schon Einstellungen. Ah, Dame da 2 ausführen. Zack, zack. Ja, da sich die Dame ein? Sehe ich da krumm und schief? Dame. Ach, das ist das Schachgebot. Lepo, Achtung, dein Blutdruck. Nimm die nächsten Blutdrucktabletten. Blutdruck plus, 98 Milligramm, nur für Lippe entworfen. D5, G2, tja, sieht nicht so geil aus. Boah, schon sagen, Läufer H7 Schach. Dame A5. Den Leonardo habe ich auch schon öfter gesehen auf eBay, aber ganz ehrlich, für den Leonardo würde ich doch nicht 700 Euro auf den Tisch legen. Das ist ja noch der älteste von denen. Ich weiß jetzt nicht von wann der ist. Ist er von 87 oder 86? Ich weiß es nicht. Da legst du dann 700 Euro für eine Klamotte auf den Tisch. Sagen wir mal 87. 97, 2007, 2017. Da sind wir schon mal 30 Jahren. Von 7 bis 4 sind 7 bis 4 sind 8 oder was? Sagen wir mal 5, ist egal. Das ist schon 35 Jahre alt. Zahlst du für ein 35 Jahre altes Gerät, zahlst du dann 700 Okos. Das ist ein bisschen heftig. Jetzt kommt heute das Fallout-Update. Das Next-Gen-Update. Ich überlege wirklich, ob ich es nochmal spiele. Ich habe es schon installiert, aber das Update ja noch nicht. Ich dachte schon, das wäre vorher schon eine bessere Grafik gewesen. Ich habe das doch vorher schon auf PS5 Update gemacht für Fallout 4. Und jetzt gibt es nochmal ein Update. Jetzt soll das echte PS5 Update kommen. Ist auch kostenfrei. Da ist irgendwie ein DLC ist mit dabei. Also eine neue Geschichte oder was dabei ist. Natürlich jetzt nicht ein komplettes Spiel oder so, sondern nur kurze Geschichte. Das reizt den Lippo natürlich dazu, Fallout nochmal zu spielen. Ganz klar hier. Der Lippo hat Fallout erst 390 Stunden gespielt. Da geht noch was. Ja, Turm i7 wird er wohl machen. Anders kannst du ja gar nicht decken. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das irgendwann zum Matt führt. Oder zumindest zum... Ja, ist das so pleite. Guck mal, die Bauern an hier. Hucke Bauer. Ich weiß nur nicht, wann das heute rauskommt. Die Uhrzeit war noch nicht... Stand noch nicht fest. D5, D6. Greift den Turm an, greift den Bauern an. Die Tränen sind da. Achso, total pleite. Selbst dieser Damenflügel. Das, was er hier stehen hat. Na gut, er hat den Turm dafür, aber. Drei Bauern und zwei Figuren für Turm, das ist ein bisschen wenig. Das heißt, Weiß müsste ja schon massiv was übersehen. Quasi.
sowas übersehen die nicht. Wenn jetzt meinetwegen theoretisch Weiß würde erst den Bauern nehmen und auf König E8 wird er dann Dame H7 ziehen. Irgendwie was weiß ich ja, das wäre so Mauslip-mäßig. Also Mauslip ist, ich mache einen Zug und durch den Fehler von der Maus wird ein falscher Zug ausgeführt. Und dann hätte man Dame F2 Schach und Turm E1 matt. König G8. Ja, Dame G5 Schach, König F8 ist ja jetzt nicht so dramatisch. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich was droht hier. Diese Turm ist droht natürlich, momentan droht natürlich Dame F2 Schach, Turm E1 Schach, wenn Weiß jetzt, Schwarz jetzt am Zug wäre. Weiß ist am Zug und die Flaggos, sie blinken, Lippo-Fleck. Tja. Ist das nicht mal ein Schachgebot? Dame D1 droht aber auch nichts Dramatisches. Gut, droht den Bauern zu schlagen. Ich dachte erst Turm E4, aber dann kommt Dame F7, G8 matt, geht ja auch nicht. Ich habe das Fallout habe ich vor kurzem, weiß ja nicht wann das war, eine bedingte Zeit gespielt, sagen wir es mal so. Ich glaube, die einzigen Spiele, die noch da dran kommen, ist Skyrim, The Elder Scrolls Skyrim. Sind ja auch von Bethesda, wo auch Fallout von ist. Das hat auch so 390 Stunden, Pi mal Daumen. Und dann war, glaube ich, noch... Was war denn das dritte von denen? Ich glaube, noch eins in dieser Größenordnung. War es Metal Gear Solid 5, Phantom Pain oder was? Pain oder was war das? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich hatte gefühlt gedacht... Weil die Tomb Raider 1, den Reboot von 2013, weil ich den zwei oder dreimal durchgespielt habe. Dadurch, dass das so ein relativ kurzes Spiel ist, komme ich da auch nicht an diese Zeit dran. Was ist denn eigentlich mit Turmschach? Muss man da so lange drüber nachdenken? Turm E2, Läufer E2, Dame E2, Dauerschach. Dame A1, warum geht das nicht? Warum geht Turm E2 Schach nicht? Was ist denn los hier? Haben sie mich hingegriffen? Das sehe ich auf Anhieb. Turm E1 Schach, Läufer E2, Dame E2 und dann gibt es hier Schach, 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 Schach. Was ist das für eine Scheiße hier? Oh, ich greife den Springer an. What the fuck? Was ist das für eine Scheiße? Ich krieg das Kotzen, muss ich ehrlich sagen. Warum geht da nicht Turmschach, macht Remis? Warum Dame A1? Das ist so grottenschlecht. Ich rede dabei im Dauerstatato-Takt und sieh die Klamotte trotzdem. Was ist mit dem Turmschach? Du kannst doch nur nehmen. Ist ja quasi matt. Dame steht E2. Dann kannst du nur G1, A1. Da kommt Dame Schach. G2, Dame Schach. König Grund 3. Das ist so eine Scheiße, die die spielen. Meine Fresse. Das ist so grottenschlecht, was die hier spielen. So scheiße. Kann es ja nicht mal schön reden. Da kannst du nichts dran schön reden. War das jetzt so schwierig zu sehen? Meine Güte, er hat doch noch 4 Minuten 21. Du siehst, dass da das Turmschach er nimmt, dann siehst du Damenschach. Und dann siehst du König Grund dran und dann die Dauerschachschaukel. Gott, ist mir schlecht. Er spielt da schlecht und dann spielt er beschissen. Ist ja nicht so, dass er nur ein paar Sekunden auf Uhr hatte. Der hat hier noch 4 Minuten 13. Aber das muss man sehen. Ganz ernsthaft, das musst du sehen, sowas. Das ist so, wenn du scheiße stehst und hast eine Chance, dann musst du die sehen. Und nicht so nach dem Motto, das auch nicht sehen. Mann, Mann, Mann. So eine Chance, die kriegst du doch nur einmal. Da macht der Springer A3, statt den scheiß Springer anzugreifen, scheißegal auf das Teil, dann Turmschach geben. Das ist die Chance. Wenn nicht jetzt, wann dann? Mann, 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 was überlegt er eigentlich hier? Ist doch Selektiv 3. Das tendiert doch mehr gegen Bruce Force als gegen Selektiv. Ist doch nicht Selektiv 9 oder 8 hier, was da geht. Gott, ist mir schlecht. Springer A3, Dame A1, beschissener geht's doch gar nicht.
Guten Schachgebot hat er auf H4, hat er ein Schachgebot, was ja auch sofort gegeben wird. Right here, right now, but it's check. König F8. Was regt mir auf? Wie ein Fußballtrainer, der da beim Spiel zuguckt und die rechts vorbei, links vorbei, drüber und was weiß ich wie, lullerig geschossen gehalten. Gott, ist das schlecht. Dame H7, Schach, König D6. Hat er da noch ein Schachgebot? Springer Schach. Ach Mann. Wer hat denn ins Hirn gegriffen? Warum hat er den nicht gesehen? Also ich verstehe es nicht. Meine Güte. Wahrscheinlich bei den Kandidatenzügen schon rausgeflogen. Könnte ich mir vorstellen. Oder sieht er, das ist ja auch nicht hier. Dame F2 Schach, gut, und dann matt. Das ist der Dame G8 Schach hat er noch. König E7, Dame G7 Schach. Das ist alles nicht so schön. Schach, Alter. Was hast du jetzt davon? Das hat mich beim... Ich hatte die Partie zwar gewonnen, aber das hat mich auch massiv geärgert. Ich hatte die matt zu setzen. Mache ich irgendwie so einen stillen Zug und meine, das ist matt. Ich drohe Turm 8 matt und dann macht er irgendwie König 8 oder sowas. Und dann war zwar trotzdem tot gewonnen, aber scheiße war es trotzdem. Das heißt, wäre zwingend matt geworden. Gardé, Alter. Dame D5 Schach. Gott, ist mir schlecht. Meine Güte. Da soll dir nicht schlecht von werden. Vielleicht ging es auch nicht, aber ich habe irgendwie Torf auf Augen gehabt. Aber ich habe gesehen, Turm E2 Schach und der muss ihn nehmen. Und da kommt Dame Schach und dann ist die Dauerschachschaukel. Mann, 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 Springer B5 Schach. Ist jetzt matt, Alter. Ist mir schlecht. Da sollst du nicht das Kotzen kriegen. Meine Fresse. War das denn so schwer zu sehen? Zumindest macht er nicht einen Piepston und sagt dann, ich werde matt in. Ach komm, das ist so scheiße, die Partie. Die ist so scheiße. Also Matt sagt er auch nicht an hier. C7, D6. Matt in 3. Oh Mann, das ist doch zum Kotzen. Hilfe, da soll dir nicht schlecht von werden. Ich muss mal wegnehmen da. Tacos! Das Springer ist auch egal. Was? Damit C5. Sag mal. Gut, er hat mir den Springer genommen, aber ist eh egal. Ist das gleiche Matt. Also er hat hier. Er hat mir den Springer genommen, statt mit dem Läufer, aber ist eh egal. So, mal die Züge zurücknehmen. Erkennt er den gar nicht? Was ist denn los hier? Das ist ja ganz schön peinlich, muss ich ehrlich sagen. Peinlicher geht's ja gar nicht. Hör mal den, der ist doch egal. So, und hier ist Schwarz am Zug. Wie lange braucht er? Wo ist Enter? Dame A1, Fragezeichen, Fragezeichen. Warum geht das denn nicht, Turmschach? Warum Dame A1? Ist das doof? Er hat immer noch Dame A1 drauf. So langsam bin ich aber schwer enttäuscht hier. Dame A1, Läufer D3. Das ist auch so leicht zu sehen. Immer noch Dame A1. WTF, ist das schlecht.
D1, D4, die ziehen gar nicht in Betracht. D1, E1, auch scheiße. Weißt du, ich mache mal Enter hier, soll er seinen Scheißzug machen? Achtung, Computer! Incoming Move! So, egal wohin. Kann er ziehen, was er will. Da habe ich immer einen kürzeren Level, da muss man nicht stundenlang warten hier. Dann machst du einfach die Dame E2 Schach. Das ist so Quatremie. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Das sehe ich in einer Sekunde, dass das ging. Ich rede mich doof und sehe es trotzdem. Und er, Dame A1, Dame E1, Dame D4. Jesus, sehr enttäuschend. So, tschüss, bis zum nächsten Mal.